your seat upright, lower the armrest, fold away your table, and open all window blinds. Fasten your seatbelt low and tight around your waist. Bye-bye. Bye-bye. Good morning. How are you, sir? I'm good. Neues. Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Ach so, jetzt ist ein neuer Vlog. Ja, ist ein neuer Vlog. Herzlich willkommen in Brussels. Es ist jetzt 7:30. Wir sind gerade vom Sweden mit sehr viel Komplikationen nach Brussels gekommen und jetzt suchen wir die perfekten Chips, Fries, Pommes, nennt sie wie ihr wollt. We call it Chips. We call it Chips from London. Exactly. Auf jeden Fall, was ich sagen kann. Schweden war wunderschön. Der Trip geht jetzt weiter. Brussels. 2-3 Tage sind wir hier. Also insgesamt 2 Nächte. 3 Nächte. Jetzt eine Nacht, dann haben wir morgen einen Tag, dann eine weitere Nacht, dann haben wir den weiteren Tag zum Drehen und eine weitere Nacht und dann ist Abflugtag. Also am Donnerstag fliegen wir. Genau. From Monday to Thursday. Nice. Nice. De Scandinavian Airlines, nous vous souhaitons un agréable vol. Malta, Beethoven. Beethoven. Also da wir wieder ein Hotel in der Nähe vom Bahnhof haben, ist jetzt der Plan, dass wir wieder mit Zug fahren, weil es lohnt sich dann einfach, dann spart man sich Geld und muss nur Central Station raus und ist beim Hotel. Sehr, sehr geiles Hotel, glaube ich. Ich kenne mich nicht so ganz mit Hotels aus, aber auf jeden Fall. Wenn nicht, fahren wir mit Taxi. Ich habe keine Ahnung. So stinky banana. The three languages they speak in Belgium is French, Flemish Dutch and German. I speak Flemish Dutch. What is Flemish Dutch? It's the language they speak. I speak mushroomy German. And I speak potatoey British. Die werden wir nicht weiter ausmachen, den Joke, nein. Was geht die Ei? Es ist richtig warm, Bruder. Von Stockholm nach Belgien und wir haben wieder 25 spürbare Grad an meiner Haut. Wir haben jetzt so einen 6-Minuten-Walk, weiß ich nicht. Aber die Tickets waren ziemlich billig, 18,60 Euro. Ist auf jeden Fall billiger als in Schweden. Ich glaube auch, dass Brüssel ein bisschen billiger ist als Schweden. Schweden war schon teuer. Ja. Eine Ewigkeit später. Leute, sag ich ehrlich, wie es ist? Ich musste sogar Kamera einstecken. Wir sind einfach durchs größte Ghetto von Belgien gelaufen. Seht ihr, wie ich schwitze? Alter Verwalter. Katastrophe. Pre-Welcome Cookies. Eat my cookie. Mm. Boah, die sind so Subway Cookies, gell? Nice room. Ja, Mann, das ist richtig nice. Nochmal besser als Radisson. Mhm. Radisson Blue. Der ist echt so 5-6 Quadratmeter größer. Mhm. Und das ist jetzt nochmal ein besserer Raum. Für euch da draußen. War's viel teurer? Das Radisson? Ja. Nee, gleich ungefähr. Gleich? Ja. Nice. Wo willst du schlafen, rechts oder links? Du willst nur da drüben schlafen, falls ein Einbrecher kommt, dass ich zuerst gewuppt werde. Eine Stunde später. Wir sind auf jeden Fall bei dem berühmtesten Stand. Ich glaube, der berühmteste ist dieser Mason Mandela. Ach Anthony so. Anthony Mason. Mason Margiela. Boah, da gibt's auch verschiedene Sauces. Ja, Sauces. They got some Andalus Mayonnaise, Tartar Mason. Oha. Ich glaube, Tartar ist, Sauce Tartar ist so wie Remoulade. Ah, 1 Euro pro Soße ist echt günstig. Okay, es sind nur Potatoes. Hast du schon mal belgische Pommes gegessen? Außerhalb von Belgien. Freuden und Rindsfett. Das weiß ich eben nicht. Ich glaube nicht, wenn ich ehrlich bin. Weil ich glaube, in Deutschland dürfen wir es gar nicht mehr mit Rinderfett machen oder so. Kann das sein? Ich glaube, es ist nur unbeliebt. Ah, okay. Ich weiß es nicht. Rinderfett? Man soll schon deutlich merken, hast du gesagt, gell? Den Unterschied. Hab ich gehört, ja. So geil, Mann, dass man um die Uhrzeit noch Pommes essen kann irgendwie. Ja, Mann. In Deutschland gibt es nur bei McDonald's oder so, KFC. So sieht der Laden aus. They working here, selling us stuff. Da auf jeden Fall wird gefreut. Boah. Ja, die sehen schon perfekt golden brown aus. Auf jeden Fall sieht man hier schon brown gebrannte Fries. Dahin noch frische. Saucies. Diese Teile gehören einfach auch dazu, aber ich esse immer mit der Hand. Und da ist Bier. Eine Stunde später. Meine Damen und Herren, wir haben die belgische Pommes vor uns. The Belgian Fries. Die bekanntlich beste Pommes der Welt. Die Erfinder der Pommes. Was ich glaube, so ein bisschen mit Frankreich streitet. Die Pommes frites die ersten waren und die belgischen Pommes. But I'm not sure. We don't know. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass sie schon mal extrem... Der ja, Ruch ja. Ist schon so anders, oder? Ja, das riecht man direkt. Die sehen auf jeden Fall auch ziemlich crunchy aus. Wie fühlt sich ein
bisschen softer, muss ich jetzt ehrlich gestehen. Aber okay. Dippen die jetzt mal rein hier. Merkt man den Unterschied? Geschmacklich ja. Ich habe sie mir ein bisschen knuspriger vorgestellt. Okay. Die sind schon schön. Und die sind halt richtig juicy in der Mitte. Das muss also. Ich glaube halt auch, dass die belgische Pommes viel so ein bisschen weicher steht und sowas. Weil immer, wenn man so belgische Pommes hat, sind die ein bisschen dicker. Ich glaube, die werden auch nicht wirklich diese richtig dünnen finden oder sowas. Die Konsistenz innen, Wahnsinn. Ist Tuning. Und dann, Freunde, wir sind ja hier schließlich in Belgien, um die beste Pommes der Welt zu essen. Es würde mich jetzt schon sehr wundern, wenn das schon die beste wäre. Das Wichtigste ist für mich eigentlich, merkt man dieses Rinderfett oder nicht? Ja, aber bin ich mir sogar sicher, dass ich schon mal Rinderfett-Pommes gegessen habe. Weil ich kenne den Geschmack. Ich hätte auch gedacht, dass sie crunchiger sind. Muss ich noch ehrlich sagen, es ist schon 23:30, glaube ich. Man kann noch draußen chillig sitzen, das Wetter ist übel nice warm. Ich hoffe, dass es jetzt so bleibt, weil Schweden war schon sehr kalt. Wir haben leider ein bisschen falsche Klamotten mitgenommen. Aber jo. Ja, die eine Nacht war schon sehr kalt. But we drank enough to get our asses heated up. Was ich jetzt auf jeden Fall nochmal richtig sagen kann, ist, Leute, wir haben jetzt gerade diese Pommes weggehauen. Die sind stramm. Belgische Pommes, stramm. Man merkt leicht den Unterschied mit diesem Rinderfett. Und ich werde jetzt noch eine Portion holen und nochmal zwei Bier, die man jetzt so snacken kann, ein bisschen sitzen kann. Wir planen die morgige Tour. Ich muss ehrlich sagen, die dritte Portion Pommes, natürlich, wir haben nicht komplett aufgegessen. Ich entschuldige mich dafür, eigentlich essen wir immer auf. Diese Soße ist wirklich eine 9 von 10. Wenn man scharf mag, die ist schon, ich sag mal, für uns jetzt nicht so scharf gewesen, aber die ist schon sehr scharf. Mayonnaise, besonders creamy. Und auch die Pita-Soße, muss ich ehrlich sagen, war sehr, sehr lecker. Knoblauchig und gut. Das war's jetzt eigentlich auch. Wir sind angekommen in Belgien, war ein kurzer Vlog. Kuss geht raus, danke fürs Einschalten. Ihr dürft gerne abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Peace. Suck your mom. Suck your mom. Suck your daddy's spaghetti.